Erwartet sind für heute mal entsorgt. Ja, ich sehe bald mehr. Es ist ja, wir feiern heute einfach ein Fest, weil es 260 Jahre gibt. Einladen haben hauptsächlich unsere Kunden. Es sind auch sehr viele gekommen. Der Badische, mit dem möchte ich anfangen, das ist Hendrik und seine Frau aus Dänemark. Badische Weg, herzlich willkommen. Gruß, jetzt sind bei jedem Platz, ja. Dann aber die Familie Günthers aus Langenhagen, die Familie Michel-Pringer aus Pölzen da, Stadelbauer aus Wenzing, die Familie Sterne. Tibas sind da aus Reutlingen, Frau Hartekopf und ihr Mann fehlt noch aus Haste, die kommen hoffentlich noch. Becks aus Freude sind auch gerade eingetroffen mit einer großen Flasche Bier. Dann Herr Aslan und Herr Fragon habe ich auch gerade eben noch gesehen, aber noch nicht. Aus Braunschweig, Familie Schmieder aus Konstanz. Familie Faust hier aus der Gegend, nochmal aus der Gegend. Herr Biasson-Frau, herzlich willkommen. Hospitalskellerei Kassel ist auch noch auf dem Weg, können wir jetzt gerade kommen. Und aus Hannover noch Ulbrichs, genau. Als nächstes unsere Agentur, das sind zwei, nicht drei da. Einmal Atlas aus Aachen, dann der Harvo Wolf. Da muss ich gucken, den Wort kenne ich nämlich gar nicht. Ja, genau. Und noch auch von weiter her Feis aus Berlin. Jo. Namentlich möchte ich auch begrüßen Herrn Frau Wohlfahrt, seines Zeichens Geschäftsführer vom Badischen Weinbauverband und auch mein allererster Ausbilder, wo ich mal vor ein paar Jahren angefangen habe, Winzer zu lernen. Und Frau Wohlfahrt habe ich gekocht. Das ist eine sehr, sehr gute Erinnerung geblieben. So soll es heute Abend werden. Ja. Auch herzlich willkommen, Frau Höferlin, Geschäftsführerin vom Badische Weinwerbung. Da geht es jetzt dann hoffentlich aufwärts. Wir machen das heute Abend. Dann auch einige Winzer, vor allem die ein, zwei Vorstände der Erzeugergemeinschaft. Sind heute da. Dann einige meiner Mitarbeiter, die Sie heute Abend auch noch ein bisschen bedienen werden, aber Sie sollen auch mitfeiern. Auch ehemalige Mitarbeiter, hier vor allem der Hans Bürg mit seiner Frau, der ehemalige Kellermeister, mein Vorgänger quasi für über 40 Jahre. Dann sind eingeladen der Gewerbeverein und sonstige Eichstätter Geschäftskollegen. Der Herr Bruder Bürgermeister war natürlich auch eingeladen, hat sich aber entschuldigt, ist im Urlaub. Deshalb ist der Programmpunkt heute zur Ehrenbekundung und so weiter schon heute gestrichen. Aber mehr Zeit für andere. Ja. Dann auch herzlich willkommen Martin und Irene Hassler. Wir feiern heute mal und am Sonntag feiern wir dann auch nochmal einen Gottesdienst zusammen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Von der Presse ist die Frau Lippmann da und der Frau Starwitz hier. Und ja, genau. Dann ist da noch unsere Familie von Helen und mir. Und noch einige Musiker und Freunde. Ja. Und damit ich heute nicht da so viel schwätzen muss, haben wir noch den Hendrik Thoma einladen, der dann so einiges zum Wein und so weiter erzählt und zum Essen. Ja, ich halte mal.